Allgemein mein Problem, dass er kein Asiatin mir, ist. Hört ihr? Mir? Diese Hure Erna wird dafür bezahlen. Sehr gegrüßt, All of All Asian Ladies. Ja, aber ich mehr als du. Ihr seid also zu Besuch hier auf unserer hübschen Insel. Irgendwie habt ihr etwas Gewisses. Achso, ja. Ihr seid mit dem Tod vertraut. Und mit dem Töten. Ich habe da ein finsteres Geschäft, bei dem ihr mir helfen könntet. Das kann ich mir schon vorstellen. Mein Ehemann Brand, vielleicht hier von League of Legends, rennt seit einiger Zeit hinter meinem Rücken mit einem Weibsbild namens Erna die Ruhige herum. Ich liebe meinen Mann. Er ist meine ganze Welt und diese Welt ist nicht groß genug für mich und Erna. Diese Welt ist nicht groß für uns beide. Ich will, dass Erna stirbt, aber ich bin keine Mörderin. Würdet ihr mir bei der Sache helfen? I love all Asian Ladies, die habe ich mehr als du. Ihr würdet natürlich gut dafür entschädigt werden. Ich werde es tun, Geschäft ist Geschäft. Ja, natürlich. Skrupellos. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. I love all Asian Ladies. Ja, aber jetzt mehr als du. Irgendwie macht mir ganz schön Angst, ey. Erna lebt im Dorf der Skal. Ihr findet sie wahrscheinlich in ihrem Haus. Tötet sie und bringt mir ihren Ring als Beweis. Ihr werdet belohnt werden. Und ich werde meinen Brandr für mich ganz alleine haben. Oh, mal schauen. Also, auf ins Dorf. Der Skal. Ist doch relativ weit entfernt. Kann der überhaupt ins Dorf der Skal, der Junge? Naja. Schauen wir mal, was der junge Wilde hier mal angerichtet hat. Ich lege mich Block hin. Noch einer. Na gut. Heute ist Pippi Schlussverkauf. So. Machen wir uns jetzt aber letztendlich auf den Weg. Ah, Moment. Ich hätte jetzt kurz wieder. Ah, so. Viel angenehmer. Der angenehme Schirm. So. Erstmal weiter schön Richtung Skull Village. Und ich kann ja schon mal sagen, ihr habt es ja schon ein paar Mal gesehen in meinem Let's Play, da bin ich ja mal aus Zufall da vorbeigelaufen. Die beiden sind hier irgendwo am Ufer. Aber trotzdem gehen wir erstmal zur Sicherheit ins Haus von der Frau und dann gucken wir mal. Was ist denn? Ah! Ja, okay, ich weiß schon. Der Typ hier aus dem kleinen Skull Quest. Nein! Ich dachte, der wäre tot! Mensch, ey! Oh. Ist das Gay Hammer ein Trank gegen Krankheit? Arcana, Weinborn, Wurmloch, Genesung. Krankheit. So. Hoffen wir, das reicht. Ist gut jetzt. So, das scheint aber hier relativ flott voranzugehen, Leute. Vielleicht mache ich direkt danach noch einen Quest, da muss ich nochmal kurz die Aufnahme anhalten. Ich dachte eigentlich, die beiden Quests dauern doch etwas länger. Kurzen. Hallo? Kurz Quicksave. Ich dachte eigentlich, die Quests dauern jetzt. Erstrecken sich über ein paar mehr Tage. Viele. Shit! Lasst euch vielleicht am Leben. Gut, dass ich vorher gequicksaved habe. Das darf doch nicht wahr sein! Moment! Ausdauer. Morgenluft war, glaube ich, Ausdauer, wenn ich mich an die Comments erinnere, oder? Ja! Ganz recht. Yes! Boost your caddy! Mensch! Verwirrter Verrückte, die häufen sich in letzter Zeit wirklich sehr. Merkwürdigerweise. Auf der Main-Quest müsste das jetzt eigentlich ein bisschen abäffen, so langsam. Du Affe, dich äff ich jetzt auch mal ab. Komm schon. Hallo, triff. Nochmal, triff ihn den Leut. Dankeschön. Ja, so wie ich das sehen. So, da hinten haben noch ein paar. Die lassen wir einfach mal, einfach nur, weil ich so ein verdammt netter Mensch bin. So. Und jetzt hochpenetraten. Sind wir auch schon fast da. Haus der Erna der Rücken muss irgendwo links, glaube ich, sein im Skull Village.
So, ich hoffe mal, die Krankheit haben wir jetzt geheilt. Ich rede mal zur Sicherheit kurz mal mit irgendeinem von denen. Ja, das scheint geheilt zu sein. Wunderbar. Lass mal Schamanen bitte. Nö. Das ist ja mal die große... die große Halle. Moment, was hier? Ne, Ingmar. Eismähne, glaube ich, war es ja. Bronrot. Das ist natürlich unseres. Blotzgal. Das war es definitiv nicht. Ah, diese Anordnung von den Häusern hier. Eismähne war es auch nicht. Also, da waren wir doch alle schon. Das waren, glaube ich, noch nicht alle anscheinend. Wenn nicht, dann schaue ich gleich mal. Ja, ich schaue mal auf deine Minimap. Warum denn nicht gleich so? Hier nicht. Was? Und dann? Ist er mich verarschen hier? Oder was? Er kann doch nicht sehen hier. Mensch. Anders. Moment. Gut, dass wir hier rauf können. Dann haben wir mal... Na, wohl auch nicht. Verdammt. Dann halt nicht. Man kann mal einen Tarzan-Schrei üben, aber... Na gut. Bleibt euch das auch erspart. Schack mal Arsch. So. Gucken wir mal hier rein. Hier müsste irgendwo eine Notiz da, glaube ich, sein. Unterm Kopfkissen oder auf dem Tisch. genau, das auf dem Kopfkissen. Und im Kopfkissen war ja das von dem einen Quest in... Skull Village. Liebster Brandr, ich beschloss einen Spaziergang an den Ufern des Isli zu unternehmen. Der Fluss ist zu dieser Jahreszeit so schön, findest du nicht auch? Komm mir nach und wir reden über unsere Zukunft und über die Freiheit von diesem zänkischen Weib, das sich deine Ehefrau schimpft. Deine... Ja, und so weiter. Na, Mann, ich komme mir vor wie ein... Wie der Regisseur von Sex and the City irgendwie. Habt ihr das übrigens schon mal... Also, wenn ihr jetzt nicht weiblich seid, habt ihr schon mal Sex and the City geschaut? Das ist einer der größten Bullshit-Sendungen, die ich jemals in meinem gesamten Karriere als ich selber gesehen habe. Das wird sicherlich. Oh, komm! Und frag mich nicht warum, ich hab mich einfach mal so. Smaragd, dankeschön. Ich hab mir einfach mal so gedacht, ja komm. Viele Männer sagen ja hier so, komm hier, totaler Bullshit und ist ja eine reine Frauensendung und so weiter. Ich hab mir so gedacht, so schlimm kann es doch eigentlich gar nicht sein, oder? Doch. Und noch viel schlimmer. Lasst es euch gesagt sein, schaut es euch niemals an. Auch wenn es eine Mutprobe sein sollte oder so, tut es nicht. Wenn ihr es nicht tut, tut euch damit einen sehr großen Gefallen. So. Apropos großer Gefallen. Werden wir auch mal natürlich jetzt hier diesen Mann-Vibe da gleich mal geben oder so. Keine Ahnung. So. Den gleich müssen wir eigentlich auf die Treffen. Sind wir hier direkt am Fluss. Und macht euch übrigens auf einen extrem harten Fight gefasst. Nein. Einfach mal in die Probleme, einfach mal abgetaucht und die Probleme sind vergessen. Ja. Moment, war das Islied? Journal? Zettel, Spaziergang, Fluss, Zettel. Muss doch darstellen, oder? Ich habe nur vorgelesen und nicht nachgedacht. Islied, ja, genau. Genau der hier, bei dem ich gerade bin. Wunderbar. Ist für den Fortschritt in diesem Quest schon mal sehr gut. Noch eine, die hier. Nicht weiß, wie ihr geschieht. Ihr hättet euch einen leichteren Gegner aussuchen sollen. Was? Merkwürdiger Sound, naja. Was ist das? Sprungkraft.
Na, warum nicht? Junge Hüpfer sind wir ja. So bräuchte man den ja eigentlich nicht, aber egal. Ah ja, das sind sie. Da sind sie hier. Mensch. Quick Save, so. Und der Typ ist ja anscheinend hier nicht interessiert. Oh, ich weiß nicht, soll ich erstmal gucken, ob keiner guckt. Na, ich möchte euch Erna vorstellen. Wir sind auf eine Weise ineinander verliebt, die meine Frau nie verstehen würde.